Ich habe jetzt hier von der 4-Drähte-Schaltungsvariante vom Treppenhaus Lichtschaltung die einzelnen Klemmen abgeklemmt, alles. Hier in der Abzweigdose, in den Abzweigdosen und hier im Verteiler. Auch den Treppenhauslichtschalter auch abgeklemmt. Ein Teil abgeklemmt. Und zwar möchten wir jetzt die 3-Drähte-Schaltungsvariante vom Treppenhaus Lichtschaltung realisieren. Und zwar ist es so, dass wir zuerst einmal bei Arbeiten, Elektroinstallationsarbeiten, immer die 5 Sicherheitsregeln beachten müssen. Das ist, die Schaltung ist hier selbstverständlich hier spannungslos. Wir sehen, hier ist auch kein Stromanschluss. Und bei der 3-Drähte-Schaltungsvariante der Treppenhauslichtschaltung muss zuerst einmal hier in der Verteilung die Phase der stromführende Leiter abgeklemmt werden, der in die Schaltung geführt wird. Hier ist es die braune Leitungsader und die wird ja zu den einzelnen Tastern geführt. Die habe ich jetzt abgeklemmt, die benötigen wir nicht. Genauso wird es hier auch abgeklemmt. Hier ist die braune Leitungsader und die wir dann hier in die zweite Abzweigdose weiter verbinden. Die braune, die habe ich auch abgeklemmt. Wir setzen dann hier eine Klemme drauf und jeweils hier eine Klemme drauf und hier eine Klemme drauf. Also die Phase der Außenleiter, der ja hier von der Abgangsklemme vom Leitungsschutzschalter kommt und zu den einzelnen Tastern geht, die müssen wir abklemmen. Die haben wir jetzt abgeklemmt. Aber der Treppenhauslichtschalter, der wird natürlich hier auch mit dem stromführenden Leiter verbunden. Hier in die Abgangsklemme wird hier die braune Leitungsader, die dann hier zum Relais geht, zum Treppenlichtschalter geht, angeklemmt. Der Treppenhauslichtschalter bekommt hier die Phase. Der Treppenhauslichtschalter hat ja 4 Anschlussklemmen und hier ist auch L beschriftet. Dort wird die Phase von der Abgangsklemme vom Leitungsschutzschalter angeklemmt. Und die jeweils die 2 Anschlussklemmen mit 3 und 4 beschriftet. 3 und 4 beschriftet vom hier auf dem Treppenhauslichtschalter. Die werden natürlich hier mit den 2 schwarzen Leitungsadern in die Schaltungen hineingeführt, hineinverbunden. Das heißt, die eine schwarze Leitungsader, die klemmen wir zu den Beleuchtungen. Die zweite Leitungsader, die zweite schwarze Leitungsader, die klemmen wir dann hier zu den Tastern. Und zwar ist das hier die 4, geht die vierte, also die Klemme, die hier 4 beschriftet ist, mit 4 beschriftet ist, die geht dann zu den Beleuchtungen und die Klemme, die mit 3 beschriftet ist, hier ist 3, die geht dann zu den Tastern. Und dann hätten wir hier in der Verteilung das dann alles so verdrahtet. Das heißt, der Neutralleiter vom Treppenhauslichtschalter, der wird auch an die Neutralleiterschiene angeschlossen. Und hier auch der Schutzleiter natürlich. Der Schutzleiter wird auch hier in eine Klemme gesetzt und in die PE-Schiene angeschlossen. Wir haben ja hier in der Leitung, in der Zuleitung, haben wir ja auch den Neutralleiter. Den schließen wir natürlich auch hier in die Endschiene, in die Neutralleiterschiene an. Und hier habe ich zum Beispiel die Schutzleiter alle in eine Klemme gesetzt. Die habe ich jetzt nicht abgeklemmt. Das sind alles grün-gelbe Leitungsadern, Schutzleiter. Die habe ich so gelassen.
die hatten wir auch bei der vierdrähte Schaltungsvariante der Treppenhauslichtschaltung so verdrahtet. Und dann werden wir, dann ist es so, bei der dreidrähte Schaltungsvariante der Treppenhauslichtschaltung, dass hier die Taster ein Draht hier vom Treppenhauslichtschalter bekommen und der zweite Anschlusspunkt, wo bei der vierdrähte Schaltung, Schaltungsvariante, die Phase angeschlossen wurde, dort schließen wir jetzt den Neutralleiter an. Den Neutralleiter wie bei den Beleuchtungen. Das heißt, hier Neutralleiter anschließen, hier Neutralleiter anschließen, hier Neutralleiter, hier Neutralleiter und in den Abzweigdosen werden alle Neutralleiter in eine Klemme gesetzt und in die Verteilung geführt und in der Verteilung kommen alle Neutralleiter Drähte hier auf die Endschiene. Das heißt, hier in der Schaltung haben wir überhaupt keine Phase. Die wird hier gar nicht geführt in die Schaltung bei der Dreidrähte Schaltungsvariante der Treppenhauslichtschaltung. Die Phase wird nur hier an den Treppenhauslichtschalter angeschlossen. Und ich werde das dann jetzt nicht im Livestream alles hier verdrahten. Ich habe Ihnen beschrieben, wie ich es dann verdrahten werde, die dreidrähte Schaltungsvariante, und werde das dann alles so verdrahten und dann hier die Stromeinspeisung anschließen mit L1, N und PE. Und dann im nächsten Livestream werden wir einfach die Funktion, ich werde natürlich vorab alle nochmals Verdrahtungen hier nochmals überprüfen, und im Livestream fangen wir gleich an, die Funktion der dreidrähte Schaltungsvariante der Treppenhauslichtschaltung zu überprüfen. Also das heißt, so wie ich es beschrieben habe, verdrahte ich es, und im nächsten Video ist es dann so weit, dass wir dann nur hier an die Steckdose anschließen und dann hier den Leitungsschutzschalter hier auf 1 setzen. Das heißt, in die Schaltung, die Schaltung unter Spannung setzen, und dann überprüfen wir die dreidrähte Schaltungsvariante der Treppenhauslichtschaltung. Der Unterschied war nochmals, möchte ich nochmals erwähnen, der zwischen der vierdrähte Schaltungsvariante und der dreidrähte Schaltungsvariante war, bei der vierdrähte Schaltung können wir die Taster jetzt hier ein von dem hier betätigen. Dann fängt die eingestellte Zeit nochmals neu an, bevor es eigentlich abgelaufen ist. Das heißt, die minimale Einstellungszeit ist hier 30 Sekunden. Dann gibt es hier 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten und so weiter bis 10 Minuten. Und wenn wir hier auf 3 Minuten, 30 Sekunden einstellen, minimale Einstellungszeit, dann können wir einfach mit dem Taster, bevor die 30 Sekunden abgelaufen sind und hier die Beleuchtung ausgeschaltet sind, können wir einen von den Taster betätigen und die Zeit fängt nochmals an. Also dann fängt es wieder mit 1 und so weiter. Wir müssen nicht abwarten, bis die 30 Sekunden abgelaufen sind, die eingestellte Zeit hier abgelaufen ist und dann die Beleuchtung ausgeschaltet sind, dann die Taster zu betätigen, sondern wir können das auch in diesem Zeitraum zwischen dem Einschaltzeit und dem Ausschaltzeit nochmals hier ein von dem Taster betätigen, dann läuft die Zeit nochmals von Anfang an mit der eingestellten Zeit. Und bei der dreidrähte Schaltung, Schaltungsvariante der Treppenhauslichtschaltung, ist dies nicht möglich. Das heißt, dieses Wiedereintasten ist nicht möglich. Wenn wir hier 30 Sekunden eingestellt haben, dann und die Beleuchtung einschalten, dann fangen die 30 Sekunden an, 1, 2 und so weiter. Aber wir können in dem Zeitraum
bis die Beleuchtungen ausgeschaltet sind, können wir, bis die 30 Sekunden abgelaufen sind, die eingestellte Zeit, können wir die Zeit nicht neu anfangen lassen durch die Betätigung, der Taster. Wir müssen warten, bis die 30 Sekunden, die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ob 30 Sekunden, eine Minute oder was wir hier eingestellt haben, an dem Draht, an dem hier Knopf, an dem Knopf hier. Und dann wird die Beleuchtung ausgeschaltet, dann können wir den Taster betätigen, dann fängt die Zeit nochmals an. Also dieses Wiedereintasten ist bei 3 Drähte Schaltungsvariante nicht möglich. Das werden wir dann im nächsten Video dann diese 3 Drähte Schaltungsvariante dann überprüfen und dann schauen wir, ob dieses Wiedereintasten möglich ist. Also theoretisch natürlich nicht möglich. Dann sehen wir das nochmals in der Praxis, dass das nicht möglich ist mit dem Wiedereintasten und möchte das dann in dem nächsten Livestream dann Ihnen vorführen. Ich möchte nochmals erwähnen, diese Arbeiten, Elektroinstallationsarbeiten, sollten immer von Fachbetrieben ausgeführt werden. Nur qualifizierte Elektrofachkräfte mit einer Ausbildung sollten diese Arbeiten dann ausführen. Wenn Sie natürlich diese Arbeiten dann nachmachen, Elektroarbeiten als Laie, als Nichtfachmann, dann machen Sie das natürlich in Ihrer eigenen Verantwortung. Von meiner Seite her gebe ich hier meine Kenntnisse hier gerne Ihnen so weiter und möchte dennoch empfehlen, diese Arbeiten, Elektroarbeiten immer von Elektroinstallationsbetrieben, von Elektrofachkräften ausführen zu lassen. Und diese Videos, alle Videos, die ich hier auf meinem YouTube-Kanal veröffentliche, dienen Ihnen als Informationsquelle, als zusätzliche Informationsquelle. Schauen Sie sich auch andere YouTube-Videos von anderen YouTubern an. Schauen Sie auch in den technischen Büchern nach, in Fachliteratur nach. Ich gebe hier meine Kenntnisse weiter, aber eine hundertprozentige Richtigkeit hier, was ich hier Ihnen wiedergebe, kann ich natürlich nicht gewährleisten. Und deshalb möchte ich dennoch Sie bitten, diese Arbeiten immer von Elektrofachkräften ausführen zu lassen und sehen Sie meine Videos als zusätzliche Informationsquelle. Und wenn Ihnen was aufgefallen ist, fachlich oder auch so meine Aufnahmen, Videoaufnahmen, dann können Sie das gerne auch nach dem Livestream, können Sie das im Kommentarbereich dann reinschreiben. Ich werde mir das dann durchlesen und wenn es dann hilfreich ist, werde ich das auch natürlich berücksichtigen. Ich würde mich freuen, wenn Sie natürlich hilfreiche Kommentare hinterlassen, die uns dann auch weiterbringen, mich weiterbringen und auch die anderen Zuschauer hier auch helfen. Und möchte hier meinen Livestream für heute beenden. Nochmals möchte ich erwähnen, ich gehe dann unabhängig vom Tag, also Werktag, Wochenende oder Feiertag, immer in dem Zeitraum 19 Uhr bis 19.15 Uhr. In diesem Zeitraum fängt dann immer mein Livestream an. Und wenn ich dann in diesem Zeitraum nicht live gehe, dann heißt es, dass ich dann an dem Tag nicht live gehen werde. Dennoch werden Videos dann auch veröffentlicht. Sie können sich daran orientieren. Also meine Livestreams fangen immer frühestens 19 Uhr, spätestens 19.15 Uhr an. Sonst, wenn ich in diesem Zeitraum nicht mit dem Livestream beginne, dann heißt es, an dem Tag werde ich auch nicht Livestream. Diese Videos werden auch jetzt nach Ende des Livestreams, jetzt wird dieses Video nochmals aufbereitet von YouTube und dann unter der Rubrik
unter dem Register Livestreams auf meinem YouTube-Kanal dann auch veröffentlicht. So wie ich es aufgenommen habe, wird es dann auch veröffentlicht. Sie können sich das, dieses Video auch dann nachhinein anschauen. Ja, bis zum nächsten Livestream werde ich das alles so verdrahten wie beschrieben. Und dann im nächsten Livestream prüfen wir dann die Funktion der 3-Drähte-Schaltungsvariante vom Treppenhaus Lichtschaltung. Auf Wiedersehen.